Die Entstehung eines neuen Menschenlebens. Spermien warten auf ihren Einsatz. Während des Geschlechtsverkehrs treten ca. 300 Millionen Spermien in die Vagina ein. Um in die Gebärmutter zu gelangen, müssen sie zunächst den Gebärmutterhals passieren. Dieser ist während des Eisprungs geöffnet. Doch nicht alle Spermien schaffen den Weg in die Gebärmutter. Zellen des Immunsystems halten die Spermien für Eindringlinge und greifen diese an. Unzählige sterben dabei. Die übrigen Spermien verteilen sich auf die beiden Eileiter. Doch nur in einem von ihnen befindet sich eine befruchtungsfähige Eizelle. Diese wird von Zilien aus dem Eileiter Richtung Gebärmutter befördert. Auch in ihnen verfangen sich viele Spermien und sterben ab. Nur wenige der 300 Millionen erreichen letztlich die Eizelle. Diese ist von einer Hülle, der Corona radiata, umgeben. Die Spermien müssen sich durch sie hindurchzwängen und treffen dann auf die Zona pellucida, die äußere Schicht der Eizelle. Dort docken sie an speziellen Rezeptoren an und können so in die Schicht eindringen. Im Inneren der Zona pellucida umgibt ein flüssigkeitsgefüllter Raum die Eizelle. Das erste Spermium, das damit in Kontakt kommt, wird die Eizelle befruchten. Doch wie sieht dieser Prozess aus, wenn Sperma und Eizelle nicht in bester Verfassung sind? Die Anzahl der Spermien ist geringer, die Beweglichkeit ist deutlich reduziert. Sie schwimmen langsamer und sind dadurch deutlich länger den Hindernissen auf ihrem Weg zur Eizelle ausgesetzt. Beim Erreichen der Eizelle scheitern die Spermien daran, die Membran der Eizelle zu durchdringen. Die Befruchtung kann nicht erfolgen. Auch die Vitalität der Eizelle ist für eine erfolgreiche Befruchtung wichtig. Ist in der Eizelle die Calcium-Ionen-Mobilisation nicht ausreichend, scheitert das Spermium daran, die Eizelle zu penetrieren. Wie können Paare den Befruchtungsprozess unterstützen? Mit ausreichender regelmäßiger Bewegung, dem weitgehenden oder gänzlichen Verzicht auf Alkohol und Zigaretten und gesunder, abwechslungsreicher Ernährung kann die Qualität von Sperma und Eizelle positiv beeinflusst werden. Nahrungsergänzungsmittel wie Clavella und Folandrol können dabei helfen, ausreichend Nährstoffe aufzunehmen. Myo-Inositol bewirkt im Spermium, das Inositol-Triphosphat an den Calciumkanälen des endoplasmatischen Retikulums ein verstärktes Ausschleusen von Calcium-Ionen aktiviert. Myo-Inositol wirkt bei der Frau ähnlich. Das verstärkte Ausschleusen von Calcium-Ionen füllt den Perivitellinraum mit Calcium-Ionen. In der entscheidenden Verschmelzungsphase von Eizelle und Spermium bewirkt Myo-Inositol eine optimierte Akrosomenreaktion und erleichtert die Einschleusung des väterlichen Erbguts durch die Eiplasmamembran in die Eizelle zur nachfolgenden Erbgutverschmelzung. Exeltis – Rethinking Healthcare.